Die schwierigste Phase des Bärenmarkts hat begonnen. Das ist die Phase, in der selbst die Bären an sich zweifeln, an ihrer Haltung zweifeln, weil überall das Geschrei lauter wird. Siehst du, der Boden ist gefunden. Faktisch sind wir doch schon in einem Bullenmarkt. Schau dir doch die Kurse an, schau dir die Charts an. Das sieht super aus. Das ist alles toll. Und da beginnen die Bären zu zweifeln. Und das genau ist auch die gefährlichste Phase für alle Beteiligten, sowohl für die Bullen, die wahrscheinlich hier in die Falle laufen, als auch für die Bären, die wahrscheinlich zu früh kapitulieren. Warum ist das so? Das will ich gleich mal zeigen. Zunächst mal, Retail is back. Wir sehen, dass Retail Trader, also Privatinvestoren, massiv in den letzten Wochen wieder zugekauft haben. Und gestern sahen wir ja diesen Rebound. Es ging nach unten, nach der Umsatzwarnung von Microsoft, dann ging es wieder dynamisch nach oben. Alle sagen, siehst du, also die Märkte sind so super stark, das kann nur weiter nach oben gehen. Und so sehe ich zum Beispiel hier YouTube-Kommentare, immer noch Bär, wird aber langsam eng. Die Zahlen heute Abend waren durchweg super. DAX wird über 16.000 steigen, grüne Raketen, DAX, S&P hat seinen Aufwärtstrend im Daily mustergültig bestätigt. Die 3.500 sehen wir nicht mehr im S&P, die 3.900 sehen wir nicht mehr. Nochmal wetten, ja, bin ich dabei. Und dann zum Beispiel, zweiter Kommentar, seht es endlich ein, wir werden die Tiefs nicht mehr sehen und so weiter und so fort. Und Maverick of Wall Street, den ich sehr, sehr schätze, sagt jedes Mal, wenn wir eine Bärenmarkt-Rallye bekommen, eine impulsive, dann kriegst du solche Kommentare, geht mir genauso, geht anderen auch so. Das ist praktisch immer das gleiche Schema. Dann wird dir gesagt, du bist ein Dauerbär, ein Permabär. Du denkst dir immer, dass die Kurse fallen. Und letztendlich ist das eine Umverteilung von Wohlstand, die hier derzeit passiert. Wenn Sie zum Beispiel im Radio hören, alles wieder gut, keine Rezession, die Inflation ist besiegt, dann denkt sich doch der gemeine Bürger, wow, jetzt kann ich wieder Aktien kaufen. Oder nachdem die Rallye ja faktisch schon gelaufen ist, zum Beispiel im DAX. Schauen wir uns mal die verschiedenen Mantras an. 2020, this time is different. 2021, Inflation is transitory. 22, monetary tightening will end in a soft landing. Das ist auch das Narrativ, das noch praktisch hier zieht. Und 2023 haben wir das Motiv, der Bärenmarkt ist vorbei. Und dementsprechend sehen wir Positionierungen. Oben sehen wir etwa mal amerikanische Vermögensverwalter. Die sind jetzt wieder ziemlich long im Markt, sind in den Markt reingespült worden, konnten es sich nicht leisten, nicht mitzumachen. Das heißt, es ist nicht so, dass wir sehr viel Geld an der Seitenlinie hätten. Das ist derzeit nicht der Fall. Wir sehen, dass die Cashquoten gefallen sind. Wir sehen, dass das Delta, also die Absicherungsposition, um es jetzt mal so zu sagen, der Market Maker wieder sehr long ist. Das heißt, wir sehen, dass die Market Maker sich mit Long-Positionen abgesichert haben, wenn sie Optionen veräußern an ihre Kunden, um das Risiko rauszunehmen. Wir sehen, dass Hedgefonds jetzt das erste Mal wieder netto long sind für Aktien seit der ersten Hälfte des Jahres 2022. Also es ist nicht so, dass jetzt noch so wahnsinnig viel Shorts zu squeezen wären. Und das ist ein wichtiger Treiber dieser Rallye gewesen. Wann enden Bärenmärkte? Hier nochmal Maverick of Wall Street, der es auf den Punkt bringt. Wenn die Fed rettet, wenn sie also praktisch den Märkten zur Hilfe eilt, ist das der Fall? No. Wird sie weiter die Zinsen annehmen? Yes. Wird sie die Zinsen senken? Nein, hat sie zumindest so gesagt und wird sie absehbar nicht tun. Und dann enden Bärenmärkte vor allem, wenn die meisten keine Lust mehr auf Aktien haben. Wenn jetzt alle brüllen, wow, die Rallye kommt, der Bullenmarkt ist wieder da, dann ist das für mich eher ein Zeichen, dass die Situation gefährlicher wird. Warum die Fed nicht umsteuern kann, sehen Sie in dieser Grafik. Sie würde die Financial Conditions weiter lockern, damit die Inflation dauerhafter machen. Genau das passiert durch die steigenden Aktienmärkte auch. Die Leute konsumieren mehr, Nachfrage steigt. Hier sehen wir mal die Financial Conditions. Die sind jetzt lockerer als vor der Rede von Jerome Powell im August in Jackson Hole. Damals hatte er kurz vor der Rede diese Rede extra nochmal umgeschrieben, um den Märkten, die eine massive Rallye in den August gezaubert hatten, weil sie an den Fed Pivot geglaubt haben, massiv eine draufzuhauen. Booms, dann ging es nach unten bis etwa Oktober. Aber nochmal zurück zu diesen Financial Conditions. Hier sehen wir zum Beispiel die Mortgage Demand, also die Nachfrage nach Hypothekenkrediten, die ist wieder deutlich gestiegen. Aussagen über den Hausmarkt im Januar 2023 von Insidern, boah, der Hausmarkt hält sich überraschend gut. Das heißt, wir sehen diese Lockerung der Financial Conditions bereits an den Märkten. Das kann der Fed nicht gefallen. Die Cleveland Fed
Er hat einen Realtime-Tracker für die Inflation, die liegt bei plus 0,6 zum Vormonat im Januar. Also das würde die These so ein bisschen unterminieren, dass die Inflation jetzt schon ganz fertig hat. Morgen bekommen wir die PCE-Inflationsdaten. Oben sehen Sie mal eine Grafik, die zeigt, dass diese Inflation sozusagen von Region zu Region gewandert ist. Erst in den USA, erstes Quartal 21, Europa, drittes Quartal 21 und Japan, die ja jetzt auch eine 4% Inflation haben, erst das Quartal 2022, und die Märkte sagen sich, ach was, die Fed wird die Zinsen nicht oben halten können. Das haben wir zum Beispiel gestern gesehen bei einer 5-jährigen Anleiheauktion. Die Märkte lachen über dieses Higher for Longer, okay, aber die Fed kann sich es nicht leisten, sozusagen dann zu sagen, naja gut, dann wenn ihr uns lacht, dann machen wir alles anders. Hoffnung. Und ich glaube, das war einer der Treiber gestern an den Märkten. Macht die Bank of Canada, die gesagt haben, okay, wir haben jetzt deutlich die Zinsen angehoben. Jetzt wollen wir erst mal gucken, jetzt machen wir eine Pause. Dementsprechend überträgt man das, das ist auch hier bei Market Watch, will the Fed follow suit, also wird die Fed dann sofort nachfolgen. Und Macklem, der Chef der kanadischen Notenbank, hat gesagt, I'm not even thinking of cutting rates. Das hat man überhört. Also die Zinsen senken will er nicht. Die Märkte sagen doch, schauen wir uns mal die Fed Fund Futures an. Die sagen also noch 2 Zinsanhebungen a 25 Bips. Und dann November beginnt die Fed die Zinsen zu senken, sodass sie 2024 dann um und bei 3% mit den Zinsen ist. Und die Bullen sind euphorisch. Man glaubt, dass diese Rallye auch wieder mit denselben Titeln startet wie im Jahr 2020, als die Fed eine ultralaxe Geldpolitik gemacht hat. Das ist unwahrscheinlich. Es werden die Aktien gut laufen, die damals nicht gut gelaufen sind, und nicht diejenigen wie Tesla, dazu gleich mehr, die sehr gut gelaufen waren. Hier sehen wir mal den Nasdaq Composite. Im Grunde, nach dem Abverkauf in der Phase Januar bis September, sehen wir einen Seitwärtsmove in dieser Zone, mal unten, mal oben. Die gibt noch nichts her. Der S&P 500 versucht hier an diesem Abwärtstrendkanal jetzt nach oben rauszukommen. Auch da gewisserweise eine Seitwärtsbewegung seit letztem Herbst, wenn man es mal übergeordnet sieht. Und jetzt sind wir ja kurz davor, diesen Abwärtstrendkanal zu brechen. Unterer Chart, hier sehen wir das. Inverse Schulterkopf-Schulterformation wird da gesagt. Ja, ist ja auch so, aber übergeordnet ist es eben eine Schulterkopf-Schulterformation. Aber Schwamm drüber. Oben sehen wir mal den Chart, der sehr ähnlich aussieht. Ähnliches Muster, auch da inverse Schulterkopf Schulter, dann ein Bruch des Abwärtstrends, sah alles ziemlich gut aus, und dann kam die finale heftige böse Welle nochmal auf die Märkte zu. Ich denke auch, dass wir von einem Ende des Bärenmarktes gar nicht so weit entfernt sind, aber ich denke nicht, dass das jetzt schon der Fall ist, sondern dass wir dafür nochmal eben die Euphorie bestrafen müssen, die Umverteilung des Wohlstands sehen müssen, die Dickfische wollen nochmal günstiger einkaufen und die Privatinvestoren haben FOMO und sagen sich, oh, geht doch alles super nach oben, so wie gestern, als die Märkte zunächst mal nach unten gingen, dann wieder nach oben, vor allem Frustration bei denen, die short waren bei Microsoft. Und gestern haben wir die Zahlen von Tesla gesehen, Umsätze über der Erwartung etwas, Gewinn etwas über der Erwartung, Margen sinken von 30,6 auf 25,9%, hohe Kosten plus Preissenkungen. Und was, glaube ich, keinem aufgefallen ist so richtig, oder zumindest nicht von denjenigen, die gestern sich dann die Aktie zu Gemüte geführt haben: Tesla hat gesagt, man hat im vierten Quartal 439.000 Stücke, also Autos, abgesetzt und hat eine Guidance gegeben für 2023 von 1,8 Millionen. Würde also Tesla praktisch hier wie im vierten Quartal, nämlich 439.000 Autos absetzen, dann wäre man bei 1,75 Millionen. Faktisch sagt uns Tesla also, dass sie für nächstes Jahr kein Wachstum erwarten. Null Wachstum. Ich weiß nicht, ob das so unbedingt wirklich aufgefallen ist, aber das ist die Aussage von Tesla. Man gibt eine Guidance, man sagt, wie viel haben wir verkauft, wie viel erwarten wir in 2023 zu verkaufen. Und Tesla sagt hier praktisch, wir erwarten keine Verkaufssteigerungen. Das ist eine Aussage, die Aktie zunächst einmal nach oben nachbörslich, nach den Zahlen dann leicht ins Minus gerutscht und dann so kurz vor 23 Uhr in der Nachbörse nach oben gedriftet. Wir sehen, dass die Regular Credits, also praktisch diese Emissionszertifikate, wieder einen Unterschied gemacht haben. Das ist praktisch die Subvention der Autoindustrie für Tesla. Vor allem, dass man das mitmacht, ist schon erstaunlich.
Und jetzt wird Elon Musk nochmal 3 Milliarden Dollar aufnehmen müssen wegen Twitter, weil da ein bisschen ein Finanzproblem ist, aber sei es drum. Da hat er gezeigt, wie er so ein bisschen tickt. Ich will dieses Musk-Bashing, was wir in deutschen Medien sehen, gar nicht mitmachen. Ich halte ihn nur für sehr, sehr fragwürdig, was sein Finanzgebaren betrifft. Und das wird jetzt ein bisschen schwierig. Mit Twitter hat er eine riesen Baustelle sich noch hingezaubert. Tesla ist jetzt 50% in 19 Tagen gestiegen. Jetzt sagen alle Fugmann, ah, siehst du, du haust doch immer über Tesla drauf und so weiter und so fort. Naja, ich habe, als Tesla ziemlich ausgebombt war, knapp über 100 gesagt, also verkaufen würde ich das nicht. Da sind bullische Divergenzen der Fall. Aber dennoch ist diese Aktie übergeordnet short, dass es kracht. Hier sehen wir mal die gestrige Kursbewegung schon eingerechnet, nachbörslich mit 152 Dollar. Wir sehen, wie bullish dieser Chart ist. Ja, es ist der bullischste Chart, den ich jemals gesehen habe. Jetzt sagen viele, wow, Fugmann, ich habe schon wieder 20-30% Gewinn gemacht mit Tesla. Freut mich für euch, super. Aber vergesst nicht abzudrücken. Habt wahrscheinlich auch den Verlust von über 60% nicht mitgemacht, den Tesla von seinem Hoch gemacht hat. Darüber wird dann gerne geschwiegen. Aber sei es drum, es ist immer das Gleiche an den Märkten. Je weiter die Kurse gestiegen sind, umso euphorischer werden die Leute, wo sie vielleicht noch ein bisschen skeptischer und vorsichtiger werden sollten. Heute haben wir wichtige Daten, Auftragseingänge, langlebige Wirtschaftsgüter, BIP, ganz wichtig. Wir haben Einzelhandelsbestände, allerdings das sind hier die kleineren Konsumdaten. Wir haben dann Verkäufe neuer Häuser. Wir haben vor allem das BIP, das ist das Ding, was heute wahrscheinlich wirklich die Märkte rütteln wird. Faustregel, je besser die Daten, umso schlechter für die Märkte und umgekehrt. Schauen wir uns hier mal ein paar negative Divergenzen an. Ich will das nicht groß thematisieren, wir haben nach wie vor Warnsignale in den Charts. Hier sehen wir den VIX, der noch ein bisschen Platz nach unten hat. Der hat es nicht geschafft, aus dieser Falling Wedge auszubrechen. Also ein bisschen Luft könnte sein, 4060. Wäre meine Schätzung im S&P 500. Wir sind hier an diesen 50er MA zunächst mal abgeprallt. Wieder mal sehen, was da kommt. Hier sehen wir den Nasdaq Composite Bullish Percentage Index wieder am Anschlag. So etwas kann länger dauern, so etwas kann sich erstmal so ein bisschen auskollidieren, ist aber aus meiner Sicht kein wirklich geeigneter Einstiegspunkt. Vorhin haben wir die Zahlen gesehen oder heute Morgen von SAP. Auch die bauen 3000 Stellen ab, das sind 2,5% der Belegschaft und die Zahlen waren eigentlich wirklich okay, kann man sagen, aber die Aktie dennoch im Minus und belastet bisher den DAX. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren, die Bullen lassen nicht locker beim DAX, weiter aufwärts, erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, das ist das, was wahrscheinlich auch in Deutschland früher kommt, früher oder später kommt, wenngleich in gemilderter Form, weil die Blase in Schweden noch stärker war, aber wir sehen eine Deflation der Vermögenspreise. Das wird Aktien auch umfassen, noch umfassen, bis die Notenbanken umgesteuert haben. Hier sehen wir die Immobilienpreise in Schweden 16% in 10 Monaten verloren. Das ist ganz schön heftig. Also zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Ich sage Servus und Ciao.